Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DLC-Vorstellung von Dead by Daylight mit mir, dem Fürsten. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, fürs Einschalten. Ich bin mal ein bisschen richten. So, was haben wir in der DLC drin? Also, es gibt hier den Clown und es gibt einen neuen Survivor. Wir fangen mal mit dem Clown an, würde ich vorschlagen. Ich finde seine Perks nicht so stark, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Hauen mich nicht so ganz von den Socken. Allerdings ist seine Stärke extrem cool. Gehen wir ganz kurz auf seine Perks ein. Wir haben einmal Verblüffen. Du springst um 5% schneller, wenn du eine Sprungaktion durchführst. Wird der Entitus gerufen, der den Sprungort für 8 Sekunden blockiert. Auf diese Weise darf immer nur ein Sprungort blockiert werden. Der Sprungort ist nur für Überlebende blockiert. Ja, es ist praktisch, wenn ihr so Leute habt, die dann um die Gebäude rumrennen, immer wieder das gleiche Fenster benutzen wollen. Dann macht das Sinn, wenn ihr dort diesen Sprungort zumacht. Gibt aber deutlich bessere Perks. Ich werde euch auch im Laufe dieser kleinen Vorstellung mal sagen, wie ich ihn spielen würde, mit welchen Perks. Und dann könnt ihr mal vielleicht gucken, ob ihr das ausprobiert. Ich denke, das ist sehr erfolgsversprechend. Kaurophobie. Was haben wir denn da? Allein mit deiner Gegenwart löst du bei anderen Grauen aus. Überlebende innerhalb eines Terrorradius erleiden eine 30%ige Strafe auf die Heilungsgeschwindigkeit. Das ist wie gesagt alles hier Stufe 1. Ne? Das ist glaube ich 50 nachher auf Stufe 3. Ja, gibt es auch für mich bessere Perks. Klar, 50% langsamer heilen ist schon eine ganze Menge im Terrorradius. In Verbindung vielleicht mit Ruf der Krankenschwester eine ganz plausible Mischung, die vielleicht auch ganz gut kommt. Ja, kommen wir mal zum nächsten Perk. Pop Goes the Weasel. Eine tiefe Bindung zum Entitus entfesselt große Kraft. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, verliert der nächste Generator, den du beschädigt hast, sofort 15% seines gesamten Fortschritts. Der normale Rückgang wirkt erst, nachdem der Schaden zugefügt wurde. Pop Goes the Weasel ist 30 Sekunden lang aktiv, nachdem der Überlebende festgehakt wurde. Also gerade wenn ihr noch fett in Action seid am Ende, kurz einen aufgehangen, schnell in Gen gekickt mit 15% runter. Extrem heftig, glaube ich, wenn man da noch überladen mit dabei hat. Das ist eine Perk des Doktors. Ich glaube, dann wird es super, super sportlich. Dann gibt es ja auch nochmal die Perk, die den Skillcheck kleiner macht. Die ist, glaube ich, vom Feindiger, vom Trapper. Wenn man nur auf Gens spielt, um die zu schützen, dann ist das eine absolut harte Kombination. Überladen, Pop Goes the Weasel und dann die Verkleinerung des Skillchecks. Ich glaube, dann kriegen die keinen Gen mehr fertig. Wäre eine Möglichkeit, um das hier effektiv und gut einzusetzen. Gerade am Ende, wenn die Überlebenden einen Fehler gemacht haben und die letzten drei Generatoren ziemlich dicht beieinander sind, ist es, glaube ich, sehr, sehr stark. Kommen wir zu seiner Stärke. In den Jahren seiner Experimente mit Betäubungsmitteln und Muskelentspannungsmitteln hat Kenneth einige wirksame Tränke und Formen entwickelt. Mit seinem Liebling, dem Nachtspieltonikum, hat er mit großartiger Wirkung viele unwillige Opfer betäubt und gefangen genommen. Tipp auf die Stärke-Taste oder halte sie gedrückt und lasse dann los, um eine Flasche des Nachtspieltonikums zu werfen. Beim Aufprall zerbricht die Flasche und setzt eine Gaswolke frei, die alle Überlebenden innerhalb des Wirkungsbereichs benebelt. Benebelte Überlebende leiden 1,5 Sekunden lang an Beeinträchtigung, Sicht, verringert Bewegungsgeschwindigkeit und Hustanfälle. Das heißt, wir hören sie dann auch ganz gut. Ich denke, das Stärkste daran ist halt, dass die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert ist für 1,5 Sekunden, so dass wir dann drankommen. Ich habe ihn natürlich auch schon gespielt, also die Flasche ist schwer zu treffen auf etwas weitere Distanz, weil sie halt wirklich einen Bogen fliegt. Ne? Wenn ihr aber wisst, dass irgendwo jemand an einem Gen ist, könnt ihr dann da gezielt die Flasche hinwerfen und euch dann den Gen zurückerobern und euch die Überlebenden schnappen. Ja, der Charakter ist ganz cool, er gefällt mir, wir wollen uns ihn mal ganz kurz anschauen im Shop. Oder halt, nein, vorher, wir sind jetzt eh gerade hier drin. Ich habe eine kleine Zusammenstellung gemacht, damit ihr es einfach mal seht. Das ist natürlich jetzt hier Momentum Mori. Das ist natürlich krass, wenn man das so oder so dabei hat.
Ich denke, eine ganz, ganz starke Kombo, wie auf vielen anderen, ist auch diese spielbar mit den Perks. Wir haben Thanatophobia, eine richtig geile Perk, finde ich mega cool, würde ich bei fast jedem Killer mitnehmen. Überladen ist jetzt halt die Frage, entweder würde ich Überladen mitnehmen, oder vielleicht auch, da war ich mir nicht ganz sicher, man könnte auch Ruin einfach mitnehmen. Man sagt, okay, wir nehmen Ruin mit, wo ist es denn? Überwachung, Überladen. Na, Ruin sieht doch auch so ähnlich aus. So, ist ja auch egal, ihr kennt ja Ruin, was ich jetzt finde. Ruf der Krankenschwester finde ich immer gut, um Überlebende aufzuspüren. Ist einer meiner Lieblingsperks definitiv. Und fürs Ende könnte man natürlich auch noch Nöd mitnehmen. Aber es gibt viele, viele andere Spielweisen, wie wir das Ganze spielen könnten. Aber das hier wäre, glaube ich, schon relativ stark gekommen. Muss auch nicht überladen sein. Stattdessen ist natürlich auch Ruin möglich. Seine Add-ons finde ich sehr stark. Also er hat super gute Add-ons bekommen. Also hier haben wir auffallendes Schminkset, erweitert moderat den Wirkungsbereich des Nachspiel-Tonikum. Dieser Gas, also wenn die Flasche explodiert hat, wieder so einen Gaseffekt und der Wirkungsbereich wird moderat erhöht. Das heißt, diese Gaswolke ist viel größer, also nochmal viel einfacher zu treffen. Und die Dauer des Nachspiel-Tonikums-Effekts verlängert sich moderat. Das heißt, sie sind noch länger langsamer, können noch länger schwächer sehen und so weiter. Und das vielleicht in Kombination erhöht deutlich die Dauer des Benebeln-Effekts, also dann sind sie noch länger benebelt, ist vielleicht nicht schlecht. Oder man sagt einfach, okay, ich packe mir einfach zwei zusätzliche Flaschen noch mit rein, auch nicht verkehrt. Natürlich sind die Sachen ja auch immer super, wenn die getroffen werden, dann wird die Aura 6 Sekunden lang angezeigt, ist auch immer super, super nice. Und hier haben wir nochmal, Überlebende, die direkt mit der Flasche des Nachbildungs getroffen werden, leiden am Startungseffekt gefährdet. Ist halt auch cool, wobei ich das stärker finde. Weil den direkt zu treffen mit der Flasche ist gar nicht so einfach. Ja, hat auf jeden Fall schöne, schöne Fähigkeiten. Wie gesagt, hier ein Vorschlag, wie man das spielen könnte, was auf jeden Fall gut abgehen würde. Seine Perks, wenn man die einbinden möchte, muss man sie mit anderen Sachen kombinieren, damit das wirklich wirksam wird. Wir gucken mal schnell. Lobby verlassen. Wir gucken uns einmal kurz schnell an. Im Schaufenster, in dem kleinen Shop. Er ist wirklich crazy. Also er sieht echt gut aus. Muss man nochmal ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn mir eigentlich schlanker vorgestellt. Aber sie haben da wirklich so einen dicken Charakter gemacht. Ja, ist schon nicht ohne. So sieht der nette Herr aus. Schwabbel, schwabbel, guck mal, wie der Bauch wackelt. Also richtig, richtig abgeranzter Typ. Ehrlich, Leute. Crazy, crazy, crazy. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir so ein paar Skins von ihm. Das sieht ja auch aus. Und das hier ist eigentlich alles soweit Standard. Nur die Farbe verändert sich dort bei diesen Skins. Und das hier, was halt wirklich ein bisschen außergewöhnlich und irgendwie ganz cool ist, das kostet halt dann wieder bares, echtes Geld, meine Freunde. So, nichtsdestotrotz hat er noch hier, auch nur für bares Geld, hat er hier noch eine lustige Maske. Die verschwindet dann immer. Okay, ich dachte, man kann sich das vielleicht zusammen mal angucken. Und er hat hier Rasierklingen in mehreren Variationen. Auch die hier für echtes Geld nur. Und das schicke Messer gibt es auch nur für bare Münze. Alles andere kann man sich über die Scherben erarbeiten. Was aber sehr lange, 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 lange dauert, meine Freunde. Gut. Kommen wir ganz kurz. So, wir können es ja eigentlich hier schon machen, oder? Startet ihr dann direkt? So, nein. Okay, wir gucken mal schnell auf den Überlebenden. Sehr, sehr sexy, sexy, sexy. Sehr hübsch, die gute Dame. Was hat sie denn so, was bringt sie denn so mit? Wir schauen mal kurz rein. Also, sie hat Tanz mit Mia. Sie ist auch so eine kleine Cowboy-Lady. Ich glaube, den Namen haben sie ganz gut gewählt. Beim Durchführen eines schnellen Sprungs oder beim Verlassen eines Schließschranks mit einem Sprint hinterlässt du für 3 Sekunden keine Kratzspuren. Tanz mit Mia hat einen Cooldown von 60 Sekunden. Ja, 3 Sekunden keine Kratzspuren. Kann ganz gut sein.
Und wenn der Killer die Sicht auf euch verliert, dann ist es vielleicht okay. Müsste ich mal intensiv ausprobieren, ob das wirklich gut funktioniert. Gelegenheiten nutzen. Schaltet das Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei. Augen von Paletten und Objekten, über die gesprungen werden kann. Oder die innerhalb eines Umkreises von 20 Metern angezeigt. Also werden die innerhalb von einem Umkreis von 20 Metern angezeigt. Gelegenheit nutzen hat einen Cooldown von 60 Sekunden. Beim Springen oder Verlassen einer Palette während einer Jagd. Also solltest du ein Fenster, während du gejagt wirst, benutzen oder halt eine Palette benutzen, dann hast du 60 Sekunden auf die Anzeige, was sehr lang ist. Das heißt, du müsstest den Killer eine Minute, was nicht wenig ist, eine Minute lang weiterkiten, damit du dann wieder eine Palette oder sowas oder halt ein Fenster angezeigt bekommst. Die werden dann schön hell, gelb leuchtend markiert angezeigt. Das ist wirklich praktisch. Aber halt eine Minute Cooldown ist doch schon sehr lange. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die Perk weiter hochgeht. So, dann haben wir das Wildpferd. Du bist ein Kämpfer und tust alles, um dich in den Griff, vom Griff des Feindes zu entziehen. Die Wirksamkeit deiner Mühen erhöht sich auf 25%. Du verringerst die Fähigkeit des Killers, Hakenauren in einem Umkreis von 10 Metern zu sehen. Ja, ja, das ist cool. Das könnte nicht schlecht sein, weil die Haken sind ja auch manchmal ein bisschen weiter weg. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Das könnte dem gerade, ich sag mal, gerade frischen Killern könnte das Leben wahrscheinlich relativ schwer machen. Ansonsten ein sehr schöner Charakter. Die Haare sehen so ein bisschen aus wie vom Flug der Karibik. Der mit seinen Tentakeln hier unten, mit dieser Krakentyp da. Davy Jones heißt er, glaube ich. Im Spiel, dann flattern die immer in dicken Bündeln durch die Gegend. Das ist ganz lustig. Wir gucken sie uns noch mal ganz kurz im Shop an, was sie da so am Start hat. Schlubbidi-bob. Schobbidi-bob. Da haben wir die Charaktere und sie ist hier unten. Was bringt sie hier mit? Also, hier haben wir einmal komplette Outfits bei ihr. Ja, und sieht auch ganz nett aus. Ah, das ist eher so der Bauernstil. Das ist die gute Dame, die auf der nächsten Cowboy-Party unterwegs ist. Ja, und die braunen Haare stehen dir doch etwas besser. Das T-Shirt finde ich auch cool. Müsste sich nur noch andere Schuhe anziehen, dann wäre das ja was. Aber nein, das sieht ganz cool aus. Die Tätowierungen von ihr sind doch sehr schön. Sie bringt auch noch ein paar Frisuren mit, die gute Dame. Pferdeschwanz, finde ich, steht ihr auf jeden Fall sehr gut. Und wie gesagt, die braunen Haare, ihr seht ihr das, ne? Davy Jones im Frauengestalt. Da hätte sich Ned Medell, oh Entschuldigung, ein kleines bisschen mehr Mühe geben können, finde ich, mit den Haaren. Also da haben sie wirklich nicht gezaubert. Ne. Oder das hier, das sieht aber dem Original noch sehr ähnlich. Naja, also das ist nicht schön gemacht. Dann lieber die Haare nach hinten. Da bewegt sich der Zopf wenigstens normal. Okay. Hier haben wir auch nochmal die meisten Oberteile separat. Wir schlägen die nur einmal schnell durch. Hier im Pixel-Tarn und so weiter in mehreren Farben. Und hier so ein bisschen der Hippie. Ich bin locker und cool Look in verschiedenen Farben. Hosen hat sie auch ein paar mitgebracht. Die gute Dame steht auf jeden Fall auf Hotpants. Und die hat sie auch in vielen Farben und Variationen mitgebracht. Will man mal was anderes haben, was wirklich dem Original nicht nahe kommt, kostet es gleich wieder richtiges, echtes Geld. Wobei die Kombination, die haben wir gerade durch Zug ausgewählt, die sieht doch relativ sexy und hübsch aus. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht das Ganze noch kombiniert mit braunen Haaren. Ach, können wir natürlich nicht. Das ist schade, dass man nicht, wenn man hier was auswählt, das dann drüben, naja, ist egal, weiter anschauen kann. Das wäre natürlich cool. Dann könnte man ja zu oder sehen, wie es zusammenpasst, was wir da so erstellen. Hier hat sie auch noch eine schöne Tätowierung, sehe ich gerade. Ja, trotzdem netter Charakter. Sieht so ein bisschen aus wie ein Friday, so ein Teens-Charakter, aber ist mal was anderes für Dead by Daylight. Sehr viel Haut, sehr sexy, sehr wohlgeformte Frau. Ist mal was anderes in diesem Spiel. Gut, das war's schon von mir für die Vorstellung der DLC The Clown.
Oh Gott, was war denn jetzt der Preis? Jetzt habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich glaube, der Preis lag so bei 5 Euro, 5,60 € oder sowas für die DLC. Bringt auch noch eine neue Karte mit. Die ist ganz schön. Das ist, glaube ich, die Karte der Nurse, die abgeändert wurde. Da ist jetzt ein kleiner Jahrmarkt drauf. Dann gibt es in der Mitte noch so eine Art Schloss. Das ist auch ganz schön gemacht. Aber sonst nichts Neues. So, Leute. Wenn ich euch ein bisschen helfen konnte und ihr die kleine DSC-Vorstellung gut fandet, lasst mir doch einfach ein Däumchen nach oben da. Wer es noch nicht getan hat, kann mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben hier reinschmettern. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Vielleicht sehen wir uns in einem meiner Livestreams oder in einem meiner Videos wieder. Bis dann, haut rein, euer Fearscream. Ciao!